Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جب ایک برتن کو مانج کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر قلی ہوتی ہے، اور پھر نفیس اور مصفہ نا اس میں ڈالا جاتا ہے، یہی حال مسیح موعود علیہ السلام ذات اگر انسان تہالی کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پنٹ کی طرح منور کرے دی سائٹ اس میں ڈالا دس پروفیٹ اینڈ اونٹ دس اون اون دیئر گفٹ اینڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم wenn man genau betrachtet, dann wird man feststellen, dass sie sehr einfache Menschen waren. Wenn der Mensch rein und klar ist und sich selbst wie ein Topf sich reinigt und schön macht, dann wird das Essen der Gnade Gottes in ihm zugegeben werden. Und in einer anderen Version der gleichen Aussage heißt es weiter, dass die Herzen des heiligen Propheten und seiner Gefährten waren rein von jeglicher Beimengung von Rost und Unreinheit. Und das war die Änderung, die der heilige Prophet in seinen Gefährten hervorrief. Und das waren die gleichen Menschen, die in Feindseligkeit und Hartherzigkeit so sehr zugenommen hatten, dass eine einmalige Feindschaft nicht nur zwischen zwei Menschen sich immer weiter fortsetzte, sondern über Generationen hinweg fortgesetzt wurde. Aber als sie an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubten und den heiligen Koran lasen und verstanden und versuchten, demgemäß zu leben, so erleuchteten ihre Herzen und sie waren so rein geworden wie spiegelnde Töpfe. Also sagt Leute, die hier wohnen und leben, können vielleicht nicht verstehen, was Kali, das Urdu-Wort Kali bedeutet. In früheren Zeiten gab es Töpfe aus Metalle, die nach einer Zeit unrein wurden. Und deshalb musste man sie regelmäßig reinigen lassen. Und die großen Töpfe, zum Beispiel bei Jalsa Salana für Essensvorbereitung, die müssen alle
gereinigt werden. Dafür muss dieser Topf zuerst ins Feuer rot heiß gemacht werden, und dann werden bestimmte Chemikalien dazu versetzt, und dann dadurch wird die Beimengung und Oxidschicht entfernt, und dann versucht man mit einer anderen Metalllegierung das innen und außen dann zu reinigen, und es wird eine zusätzliche Schicht auf diesen Topf drauf getan, damit es dann rein wird, und das ist genau das, was auch spirituell geschehen muss, nämlich dass der Mensch in eine Art Feuer gehen muss und durch dieses Feuer durchgehen muss, und das ist für alle notwendig, die Botschaft des heiligen Propheten sallam annehmen wollen und dadurch höhere spirituelle Ränge erreichen wollen. Sie müssen durch eine Zeit der Prüfungen und Schwierigkeiten und Mühsal durchgehen. Dann erst erreichen sie oder erst der Mensch jene Stellung, die der Erfolgreichen bezeichnet wird. Und dafür braucht man Mühe und Anstrengung. In dieser Zeit ist Hazrat Masih gekommen, deshalb gesandt worden, damit die Letzten mit den Ersten zusammen sein können. Und er hat uns auch erklärt, wie man die Herzen reinigen kann und dadurch die Töpfe der Herzen so zum Leuchten bringt, wie die der früheren. Und wenn wir die Gefährten des verheißenen Messias al-Islam uns betrachten, so sieht man darin unter ihnen, dass sie auch rein geworden waren. Hazrat Masih al-Islam schreibt an einer Stelle: Ihr müsst verstehen, was Reinigen des Selbst heißt. Ihr müsst wissen, dass ein Muslim sowohl die Pflichten gegenüber Menschen als auch gegenüber Gott immer bereit sein muss, diesen Pflichten nachzukommen. Und so, wie er mit seiner Zunge Gott eins bekennt und an seine Einzigartigkeit glaubt, so soll er dies auch in seinen Taten sein. Und auch gegenüber seinen Mitmenschen soll er keinerlei Gefühle von Feindseligkeit und üble Nachrede und Groll haben. Gott möchte, dass ihr wie ein Körper werdet. Und wenn ihr so werdet, dann kann man sagen, ihr habt euren Herzen gereinigt. Dann sagt das Islam weiter: Das Paradies in diesem Leben zu erreichen, ist nur möglich, wenn man gemäß Kad Aflaha Man Zakaha handelt. Also erfolgreich ist eher derjenige, der sein Selbst reinigt. Und jene Gnaden, die der Mensch nach dem Tod erreichen wird, erhalten wird, die er spüren wird, sie erhält man
spirituell gesehen in diesem Leben. Und das, also sagt, ist der Grund, weshalb Hazrat Masih Maud Islam kam, nämlich damit die Menschen sich selbst reinigen und die spirituellen Gnaden erhalten. Möge Allah einen jeden Ahmadi dazu befähigen, diesen Zweck zu verstehen und demgemäß zu handeln. Und glücklich sind jene, die dies verstanden haben und versucht haben, sich bemüht haben, sich selbst zu reinigen. Und wie ich bereits sagte, auch die Gefährten von Hazrat Masih Maud Islam haben, wie die Gefährten des Heiligen Sallam, sich selbst reformiert und auch versucht, diese guten Änderungen in ihren Nachkommen, an ihren Nachkommen weiter zu vererben. Und glücklich sind jene Nachkommen, die diese Eigenschaften aufgenommen haben und fortgesetzt haben. Ich möchte über einen solchen Bezirk reden, der den Namen seines Vaters, der ein Sahabi war, hoch in Ehren gehalten. Und was Hazrat Masih Islam gesprochen hat über Reinigen des Inneren selbst, das hat er verwirklicht. Und ich bin ihm sehr nahe gewesen und bin immer noch ihm sehr nahe. Er war der Enkel mütterlicher und väterlicherseits von Sahaba von Hazrat Masih Islam. Er ist vor wenigen Tagen gestorben und hieß Sayyid Muzaffar Shah Sahib. Wie ich bereits sagte, sein Großvater, väterlicherseits war Hazrat Dr. Abdul Sattar Shah Sahib, ein Gefährte von Hazrat Masih Maud Islam, der ein Beispiel in Gottesfürchtigkeit und Demütigkeit und beim Nachkommen seiner Pflichten gegenüber den Menschen und Gott war. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt über ihn an einer Stelle, dass Hazrat Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib hat einmal mir erzählt, dass der erste Khalifa sehr krank wurde. Und das war zu der Zeit, wo er in seinem Haus lebte. Und Hazur opferte einige Ziegen. Und ich war die ganze Nacht bei Hazrat Khalifatul Masih I. Rasilanhu und gab ihm Medikamente. Am nächsten Tag kam Hazrat Masih Masad Islam. Und der erste Khalifa Rasulullah sagte zu Hazrat Masih Islam, Huzur, Dr. Sahib ist die ganze Nacht bei mir wach geblieben und hat mir von Zeit zu Zeit Medikamente gegeben. Hazrat Masih Islam war darüber sehr hoch erfreut und sagte, dies ist eine paradiesische Familie. Und diese Worte wiederholte Hazrat Masih Islam ein paar Mal. Hazrat Sayyid Sattar Shah Sahib war der Großvater väterlicherseits von Sayyid Muzaffar Shah Sahib. Einmal, als er ein Chirurg war in einem Krankenhaus, und er führte ein Gespräch mit jemandem über Hazrat Masih Masad Islam und dieser Gegner nahm ein Lothar, also ein Topf für Wasser, wenn man sich reinigen möchte, nach Toilettengang. Das nahm er auf und warf ihn in Richtung von Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib und er wurde verletzt und er ging weg und ließ sich dann verbinden.
Nach einiger Zeit dachte dieser Mann, dass er was Falsches getan hat und hatte Angst, dass nun die Polizei kommen wird und so weiter. Aber nach wenigen Minuten kam Hazrat Dr. Sahib zurück und sagte zu ihm, ich hoffe, dass Ihre Wut jetzt weg ist und wir können in aller Ruhe weiterreden. Das war also Beispiel von Geduld und Standhaftigkeit, was Hazrat Dr. Sahib zeigte. Obwohl er ein großer Offizier in der damaligen Zeit war, als Chirurg in diesem Krankenhaus. Auf jeden Fall ist es so, dass Hazrat Dr. Satasha Sahib, wie ich bereits erklärt habe, war der Großvater väterlicherseits von Sayyid Muzaffar Daud Shah Sahib und sein Sohn Hazrat Hafiz Sayyid Mahmudullah Shah Sahib war der Sohn von Dr. Abdul Sattar Shah Sahib und sein zweiter Sohn war der eben verstorbene. Und Hazrat Dr. Hishmatullah Khan Sahib schreibt über den Mahmudullah Shah Sahib, dass der vierte Sohn dieser Familie war Hafiz Mahmudullah Shah Sahib, der ein sehr gottesfürchtiger Mensch war. Er hatte nicht nur eine enge Verbindung zu Gott, sondern auch ein weiches Herz für die Menschen. Er war gehorsam gegenüber den Älteren und war gnädig gegenüber den Jüngeren. Auch seine Söhne sind deshalb auch gottesfürchtige und gute Jungen. Und über Sayyid Muzaffar Sahib sagt er, dass er das Glück hat, dass er die Tochter von Hazrat Muslim aus dem zweiten Khalifa Rasulullah zur Frau bekam. Hazrat Mahmudullah Shah Sahibs Sohn, also war der Schwiegersohn von dem zweiten Khalifa Rasulullah Anhu, nämlich Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib. Und auch er hat diese Eigenschaften von seinem Vater und Großvater fortgesetzt, dass er seinen Pflichten gegenüber den Menschen und Gott nachkam, dass er große Liebe zum heiligen Koran und dem heiligen Propheten sallam hatte, war ein sehr demütiger Mensch. Er war auch sehr respektvoll gegenüber den jüngeren Brüdern seiner Ehefrau, deshalb, weil sie die Söhne von dem zweiten Khalifa Rasulullah waren. Manchmal ist es so, dass unter Verwandten Sachen aufkommen, aber immer wenn er dachte, dass die Situation sich verschlechtert oder außer Hand zu geraten droht, so wurde er immer still und beendete die Sache auf eine sehr gute Art und Weise oder er ging einfach von dort weg. Und ich habe sogar gesehen, dass gegenüber der Familie von Hazrat Masih Maud hatte er eine sehr respektvolle Beziehung und er war ihnen gegenüber so respektvoll, dass es besonders und merkwürdig erschien. Und das nur deshalb, weil sie Blutverwandt von Hazrat Masih Maud Islam waren. Manchmal war auch selbst ich der Meinung, dass er zu sehr respektvoll ist, was
meiner Meinung nach in der Situation vielleicht nicht angebracht war. Aber er war von seiner Natur aus so gutmütig und respektvoll, dass er dies fortsetzte. Sayyid Muzaffar Daucha Sahib und seine Ehefrau Sayyida Amtul Hakim, Amatul Hakim Begum Sahiba, war ein Paar, das sehr gut zusammenpasste. Sie beide versuchten immer in guten miteinander zu wetteifern. Und gegenüber der Tatsache, dass man in den Familien in der Welt sieht, dass sie miteinander streiten, weil warum große Ausgaben für diesen oder jenen Zweck gemacht worden sind. Aber ich habe gesehen, dass sie beide immer versucht haben, wie sie anderen Menschen helfen können. Und wenn der Ehemann jemanden unterstützt hat, so war die Frau der Meinung, er hätte noch mehr helfen sollen. Und wenn die Frau jemanden unterstützt hat, so war der Ehemann der Meinung, wenn er noch mehr Geld hätte, so hätte er ihn noch mehr unterstützt. Es wird berichtet, dass nach dem Tod seiner Frau er oft im Traum seine Frau gesehen hat, dass sie kommt und sagt, er solle diesen oder jenen unterstützen, und er hat immer dieser Aussage dann Folge geleistet. Ich habe selber diese beiden gesehen und auch von anderen gehört, dass auch wenn sie Tausende von Rupien erhielten, so haben sie diese Tausende von Rupien gespendet. Als ich ihre Ländereien organisierte und die Organisation übernahm, so ist das ja bei uns Landwirten so, dass man die Weizen und so weiter zu Hause sammelt. Das erste Jahr fragte ich, wie viel Weizen brauchen Sie? Sie sagte 120 Mann. Ein Mann ist 40 Kilo. Und ich sagte, Sie brauchen vielleicht 20, 30. Wieso? Wozu brauchen Sie denn 120? Sie sagte, ich muss auch vielen anderen unterstützen. Und das Gleiche galt auch für den Ehemann. Sayyid Daud Shah Sahib war sowohl mein Onkel mütterlicherseits als auch mein Schwiegervater. Er hat sehr viele gute Eigenschaften, und die erzähle ich nicht, weil ich mit ihm verwandt bin und er mein Schwiegervater war. Ich habe diese beiden Eheleute von meiner Kindheit an sehr still gesehen und gesehen, dass sie von jeglicher Art von weltlicher Beimengung rein waren. Und ein Verwandter hat mir geschrieben, dass Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib war ein sehr stiller Mensch, der die ganze Zeit immer Duas gebeten hat und bei Schwierigkeiten anderen Menschen geholfen hat und sich den Gebeten gewandt war. Auch seine Familie mütterlicherseits waren Sahaba, Gefährten von Hazrat Masih Islam. Sein Großvater mütterlicherseits war Hazrat Sayyid Sarwar Shah Sahib, der auch einen besonderen Rang in der Jamaat wegen seiner Gottesfürchtigkeit innehat. Und die älteren Besucher schreiben von der Länge und der Schönheit seiner Gebete. Und über ihn wird berichtet, dass er einmal in der Moschee
Nawafil gebeten hat und er stand sehr lange Zeit in der Moschee, in einer Ecke der Moschee. Nach einer gewissen Zeit dachte dieser Mensch, er solle näher gehen und sehen, was er macht. Und als er ihm nahe wurde, hörte er, dass diese ganze lange Zeit er nur Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in gebeten hat. Immer wieder Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in. Also wir binden dich an und bitten dich um Unterstützung oder Hilfe. Und ist es auf jeden Fall so, dass Sayyid Muzaffar Shah Sahib war sein Enkelsohn durch seine Tochter. Und er hat sozusagen diese Gebete und diese guten Eigenschaften von beiden Seiten, sowohl von der Mutter als auch vom Vater, erhalten. Und die guten Eigenschaften der Vorväter hochzuhalten, fortzusetzen, ist auch nicht die Aufgabe eines jeden, sondern es gibt nur wenige, die diese machen, aber Sayyid Muzaffar Daud Shah Sahib hat dies auf die beste Art getan. Er war von den Besorgs, wenn man ihnen um Dua bat, dass sie so lange diese Dua fortsetzten, bis der Mensch nicht selber zu ihnen zurückging und sagte, dass sie die Sache dann erledigt ist. Er pflegte zu sagen, dass manche Leute sagen, ich solle für sie beten, aber die sagen nachher nicht, dass die Sache erledigt ist und nach einem Jahr oder mehr treffe ich sie und dann sagen sie, ach so, das Problem ist schon gelöst. Die Ärzte, die ihn versucht haben und behandelt haben, für sie hat er viele Duas gebeten. Dr. Nuri Sahib hat ihn untersucht und mit ihm diskutiert über seine Krankheit. Und Shah Sahib hat daraufhin für ihn viel Dua gemacht. Möge Allah alle seine Gebete akzeptieren, denn der Dr. Nuri Sahib ist auch eine Person, die für die Menschen sehr nützlich ist. Desgleichen gibt es andere Ärzte, Dr. Khalik Sahib, Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib hatte Herzprobleme. Und Dr. Khalid Sahib schrieb mir, dass immer, wenn er ihn besuchte oder er zum Krankenhaus kam, so sagte er ihm immer: Bitte, Dr. Sahib, beten Sie dafür, dass keine Zeit kommen soll, wo ich das Gebet nicht verrichten kann und Dua nicht beten kann und dass mein Ende ein gutes Ende ist. Ein Neffe von ihm sah im Traum, dass Hazrat Khalifatul Masih Rabe gekommen ist im Traum und Sayyid Muzaffar Daud Shah Sahib mitgenommen hat. Auch er selbst sah in einem langen Traum, dass Hazrat Khalifatul Masih Sani Razila Anho hat einen Stuhl für ihn reserviert. Und eine Frau, die ihn nicht so sehr kannte, hat auch in einem langen Traum gesehen, dass diese Frau denkt, dass Shah Sahib ein sehr großer, heiliger Mann ist und ein Mann ist, der bei Gott einen höheren Rang hat. Auch er selbst sah einmal im Traum, dass seine Ehefrau an einem Ort ist, das sehr schön ist, und sie sagt, kommen Sie auch hierhin. Aber ein Engel sagt zu ihr, er kann noch nicht kommen, denn er muss einige Duas machen.
diese Aufmerksamkeit auf Dua und Gebete hat er von seinen Vorfahren erhalten. Er war in den letzten Tagen von Hazrat Dr. Syed Abdul Sattar Shah Sahib und Hazrat Dr. Sahib konnte in den letzten Tagen nicht zur Moschee gehen, aber er pflegte zu Hause bei Jumat das Gebet zu verrichten in Gemeinschaft und Hazrat Sayyid Muzaffar Daud Shah Sahib war bei ihm und sie beteten dann zusammen das Gebet. Und er schreibt selber hierüber an einer Stelle: dass Hazrat Shah Ji, also Dr. Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib, habe ich in den letzten Tagen oft im vorgebetet, insbesondere das Jumma-Gebet. Solange er dazu imstande war, pflegte er alle fünf Gebete in der Moschee zu verrichten. Als er aber nicht mehr gehen konnte, so reservierte er einen Platz zu Hause für eine Art Moschee. Und dort pflegte er Maghrib-Gebet zu verrichten und auch einige in der Umgebung wohnenden Leuten kamen zu ihm. Und danach pflegte er die Gedichte von Hazrat Masih Maud Islam vorzutragen. Einmal habe ich das Jumma-Gebet nicht vorbeten, sondern bin zu Masjid Aqsa gegangen. Als ich zurückkam, war Hazrat Dr. Abdul Sattar Shah Sahib sehr erzürnt und sagte: Du hast heute das Jumma nicht geleitet. Wenn dein Vater zurückkommen wird, dann werde ich ihm davon erzählen. Sein Vater war damals nämlich in Afrika. Er hat eine besondere Beziehung zu Gott. Die Welt war nicht sein Ziel. Er hatte deshalb nicht sonderlich viel weltlich gesehen. Und das, was er hatte, darüber war er sehr dankbar. Und er unterstützte auch von dem die Menschen so sehr, wie vielleicht auch große Menschen nicht tun können. Seine Schwiegertochter, die mit ihm zusammenlebte, erzählt, dass er konnte in den letzten Tagen nicht selber schreiben und lesen und deshalb sagte er immer zu seiner Schwiegertochter, sie solle zuerst den Anteil für Wasiat beiseite legen, dann einen Anteil für die Waisen zur Seite legen, dann für die armen Studenten zur Seite legen und dann weiter für andere Zwecke. Und wenn dann etwas übrig bleibt, dann ist das für uns. Und ich weiß persönlich, dass er auch in den anderen Schemes und Funds sehr beteiligt war, sehr gut beteiligt war. Seine Kinder erzählen, dass er manchmal seinen Kindern fragte, ob sie Schwierigkeiten hatten. Wie ich bereits gesagt habe, in den letzten Jahren war er, was sein Augenlicht betrifft, so betrübt, dass er nicht sehen konnte, was die Menschen an Emotionen aus ihren Gesichtern zeigen. Und immer, wenn er dies gefragt hat, traf das zu. Und das waren manchmal Sachen, erzählen seine Kinder, die niemand außer Gott ihnen hätte mitteilen können. Auch seine Schwiegertochter sagt, dass er manchmal zu ihr sagte, du hast diese und jene Schwierigkeiten und dann betete er für sie. Und das waren manchmal Sachen, die sie niemandem erzählt hatte. Er pflegte täglich mehrere Teile des Korans zu rezitieren, fünf, sechs
Teile des Korans von 30 oder gar 8, 7, 8. Einmal hat er mir gesagt, dass sein Augenlicht jetzt nicht so gut ist und deshalb ist das schwierig, dass ich den Heiligen Koran nie so gut lesen. Und ich dachte und sagte, ja, trotzdem können Sie ja 2, 3 Teile lesen. Er sagte, nein, trotz dieser Schwierigkeiten kann ich auch jetzt schon 3, 4 Teile lesen. Aber als ich sagte, wenn Sie so viel rezitieren können, warum machen Sie sich so viele Sorgen? Aber er antwortete, nein, man muss mehr von dem Heiligen Koran rezitieren. In den letzten 2, 3 Jahren war es dann so, dass er überhaupt nicht mehr lesen konnte und er rezitierte aus dem Gedächtnis. Und auch hierin hat Gott ihn auf eine besondere Weise unterstützt. Er sagte zu seinem Enkel, dass er nicht lesen kann, aber er sagt, dass wenn ich anfange, aus dem Gedächtnis zu rezitieren und an einer Stelle komme, wo ich Schwierigkeiten habe und nicht mehr weiß, dann kommt ein Engel und er lehrt mich weiter und dann kann ich weiter rezitieren. Ein Haus wurde gebaut von seinem Enkel und er rief seine Schwiegertochter und sagte, Gott hat mir das Haus von Maulud, also seinem Enkel, gezeigt und er erklärte ihr dann, wo welches Zimmer sich befindet und wie das aufgebaut ist und so weiter. Also alles im Inneren und Außen hatte ihm Gott dann gezeigt. Mit mir hatte er, nachdem ich sein Schwiegersohn wurde, eine besondere Beziehung und betete für mich sehr für die Jamaat-Arbeit. Und nachdem ich Khalifa wurde, nahm diese Beziehung noch weiter zu und eine Art Respekt. Und er war ein Besorg, die Akzeptanz dessen Gebete man spüren konnte. Er betete für meine Reden bei der Jalsas und auch sonst für viele Sachen. Manche Kinder von uns, die auch mit uns verwandt sind, pflegten in 1984 hatten den Sicherheitsdienst und die Jugendlichen hatten die Gewohnheit, um nachts wach zu bleiben, Tee zu trinken. Und sein Haus war immer offen. Die Kinder kamen und gingen einfach in die Küchen und breiteten Tee vor. Und als er dies sah, so fing er an, selber Tee vorzubereiten, und zwar 2:30 nachts, und dies zubereite für sie bereitzustellen. Er pflegte auch sehr wenig zu schlafen. Er betete Tahajjud-Gebet und bereitete Tee für sich vor, dann weckte er seine Frau auf, damit sie auch Tahajjud beten kann. Als sein Sohn oder Enkel in die Jamia ging, so pflegte er auch ihn aufzuwecken und zu sagen, dass er Tahajjud beten soll. Sein Sohn hat geschrieben, als sie in Sindh waren, dass es dort viele Schlangen gab in der Gegend und dass manche von diesen Schlangen waren sehr gefährlich. Eines Tages dachte er, dass er zu Hause Fajr beten sollte, aber dann wurde er dazu gezwungen, eine Art gezwungen, dass er in die Moschee gehen muss. Als er von der
مشے چرکاں ظاہر دس سوائے زونے آف دیم بیٹ شلافن اور این این گروس شلنگے versucht auf dem Bett hinaufzusteigen und hätte er also wäre er nicht nach Moschee gegangen, so hätte er dies nicht gesehen und die Schlange hätte Unheil richten können. Es gibt viele solcher Geschichten. Er war sehr, was die Disziplin betrifft, strikt, war aber auch sehr lieber Mensch und deshalb war er unter den Studenten vom College sehr beliebt. Einmal passiert es so, dass ein Student einige Sachen von verschiedenen Leuten wegnahm und brachte sie zu seinem Zimmer. Und als dies bekannt wurde, fing man an, alle Zimmer zu untersuchen. Und immer wenn sie versuchten, das Zimmer eines Studenten zu aufzumachen und zu untersuchen, sagte er, das sind sehr liebe Studenten, die können es nicht tun. Als diese ganze Untersuchung zu Ende war, kam er zu seinem Zimmer und stellte fest, dass alle Sachen in seinem Zimmer waren. Er brachte all die Sachen zu dem Leiter, Schulleiter und gab die Sachen zurück. Und es passiert aber so, dass man nicht weiter dazu drängte, zu sagen, wer die Sachen überhaupt weggenommen hatte. 1944 widmete er sein Leben der Gemeinde und schrieb, dass er immer wieder im Traum den zweiten Khalifa gesehen hat und deshalb möchte er der Gemeinde das Leben widmen. Und er regte auch seinen Bruder dazu an. Hazrat Muslim schickte ihn zu den Ländereien der Jamaat in Sindh, wo er lange Zeit geblieb. Alle Aufgaben, die ihn gegeben wurden, womit er beauftragt wurde, erledigte er auf die beste Art. Er war auch sehr demütig und sehr gehorsam und hat niemals beschwert darüber, dass er zu viel zu tun hat. Like deshalb, unser Mubalik hier hat mir geschrieben, dass er auch mit ihm mitgearbeitet hat und dass er sehr lieber Mensch war und er hat niemals bekannt werden lassen oder den anderen spüren lassen, dass er der Schwiegersohn vom zweiten Khalifa ist oder dass er mit zwei weiteren Khulafas verwandt ist. Er war auch gegenüber den ärmeren Menschen so sehr respektvoll wie auch gegenüber den Reichen und er zog die Reichen niemals den Ärmeren vor. Manchmal versuchten Menschen, ihn zu schaden. Aber er versuchte niemals dafür die anderen zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich habe gesehen, dass diese Leute, die ihn Unrecht taten, als sie selber ergriffen wurden, dann kamen sie zu ihm und baten um Entschuldigung und
Er hat sie immer verziehen und hat nicht mal zu ihnen gesagt, dass, was ihr angerichtet habt, wie kann ich das rückgängig machen? Das ist eine Eigenschaft, die von der Hazrat Masih Maslam gesprochen hat, dass die Gläubigen nicht Groll und Feindseligkeit gegenüber anderen Glaubensbrüdern hegen. Das sind Menschen, über die gesagt werden kann, dass sie auf die wahre und eigentliche Art und Weise ihr selbst gereinigt haben. Hazrat Muslim hat bei seiner Nikah-Zeremonie in Khutbah gehalten und davon möchte ich einige Teile vorlesen. Doch die neuen, dass die neue Generation davon erfährt. Hazrat Muslim rezitierte Nikah von vier seiner Kinder. Also sagte, die wichtigste Person in der Welt war Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem die Menschen vergangen sind und die Situation sich geändert hat, bleibt die Wichtigkeit nicht so bestehen wie zu der gegebenen Zeit. Heutige Menschen können nicht vorstellen, wie wichtig die Zeit war, zu der der Heilige Prophet sallam kam. Wäre der Heilige Prophet sallam nicht gekommen, so hätten die Leute Götzen gehabt und vor ihnen gebeten. Sie hätten keine Beziehung zu Gott gehabt und die Menschen hätten solch eine Beziehung zu Gott für irreligiös und unvernünftig erklärt. Die Frauen wären weiterhin Sklaven gewesen und die Götzen wären weiterhin überall gewesen. Unrecht und Ungerechtigkeit wären überall in der Welt weit verbreitet gewesen. Also wäre die Welt nicht das, was sie heute ist. Danach lasse ich einige Teile weg, dann sagt Hazrat Muslim noch weiter, das, was die Menschen gesagt haben in der Welt, das ist, was Hassan radiallahu über den Heiligen Propheten sallam gesagt hat, nämlich, du warst wie mein Auge und nachdem du gestorben bist, ist die Welt für mich schwarz geworden, dunkel geworden und nun kann sterben, wer will, ich fürchtete nur vor deinem Tod. Hazrat Muslim sagt, die Wichtigkeit oder die Höchststellung dieses Gerichts kann man darunter dadurch verstehen, dass der Dichter selbst ein blinder Mensch gewesen ist. Dadurch, dass diese Verse aus dem Munde eines Blinden kommen, dann versteht man, was es eigentlich bedeutet. Nämlich, dass er sagt, dass als der Heilige Prophet sallam am Leben war, war er, obwohl er blind war, wie die Sehenden, weil er sah überall Licht in der Welt durch die Präsenz des heiligen Propheten, auch wenn die Menschen ihn für blind erachtet haben, so hat er sich selbst nicht als blind erachtet. Nachdem aber der heilige Prophet gestorben ist, ist er blind geworden. Aber diese wichtige Person des heiligen Propheten ist auch eines Tages gestorben und vergangen. Und nachdem der Heilige Prophet gestorben ist, ist es für uns klar, wie Hassan dies gesagt hat, dass niemand auf ewig in der Welt leben kann. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der immer
Leben, am Leben bleiben wird. Deshalb ist der Fortschritt des Menschen darauf aufgebaut, dass an der Stelle der Verstorbenen neue Leute kommen, die ihre Stellung einnehmen. Und wenn der Mensch die sieht, dann denkt er, dass der Schöpfer dies so vorgesehen hat. Dann sagt der Muslim weiter und erzählt eine Geschichte, dass ein abbasidischer König, also von den Abbasiden, sagte zu einem Lehrer, zeig mir einen Studenten, damit ich ihn prüfen kann. Der König stellte ihn einigen Fragen, die er auf die beste Art und Weise beantwortet. Daraufhin sagte der König zu dem Lehrer, wenn ein Mensch solche Studenten wie du hinterlässt, so stirbt er nicht, denn seine Lehren werden von seinen Studenten weitergetragen. So wie die Muskeln eines Diebes sind, so sind auch die Muskeln eines Heiligen. Die Knochen eines Diebes sind nicht anders aufgebaut als die Knochen eines Heiligen. Aber der Unterschied ist, dass der eine keine Spiritualität besitzt, aber der andere ein Höchstmaß an Spiritualität besitzt. Dass der eine in seinem Verhalten schlecht ist, der andere aber ein sehr gutes Verhalten hat. Deshalb ist der gesamte Fortschritt und der Erfolg darin begrenzt, dass der Mensch gute Eigenschaften und gute Verhaltensweisen hinter sich lässt. Die Welt hat nicht verstanden, dass jene Nationen nicht sterben, die nicht auf den Sieg Acht geben, sondern darauf Acht geben, dass sie gute Nachkommen hinterlassen. Falls sie dies machen, so werden sie am Leben bleiben. Der Fortschritt eines Volkes ist mit dem Fortschritt der Nachkommen verknüpft. Deshalb sollten wir versuchen, dass wir solche Nachkommen haben, die Garant werden für den Fortschritt des Islams. Und dies kann man am besten durch Nikah erreichen, durch die Heirat erreichen, denn durch Heiraten werden neue, reine Nachkommen produziert. Das ist der Grund dafür, dass der Heilige Prophet sagte, dass man für Nikah Istikhara machen sollte und gut überlegen sollte. Also sagt, das ist etwas, was die jungen Mädchen und Jugendliche sehr zu Herzen nehmen sollten. Der Heilige Prophet hat gesagt, dass man Nikah deswegen machen sollte, dass man gute Nachkommen hat. Alle Probleme entstehen dadurch, dass man den Nachkommen bevorzugt und um sie zu sehr kümmert, bis sie die guten Eigenschaften verwerfen. Derjenige, der für die Religion ist, wird immer versuchen, seinen Nachkommen auch zu der Religion hinzubringen, und er wird niemals zulassen, dass seine Nachkommen vom rechten Wege abwandern. Nikah ist wie das Fundament. Wenn das Fundament gut ist, dann kann darauf ein gutes Gebäude gebaut werden. Wenn aber das Fundament nicht gut ist, dann wird auch das Gebäude einstürzen. Also das Wichtigste ist auch die Zeit, die Zeit der Furcht ist. Und deshalb sollte man da viel Dua
machen, beten. Ich habe bei den Heiraten meiner Kinder niemals darauf geachtet, dass die Beziehungen mit Menschen aufgebaut werden, die reich sind. Also sagt, das ist ein allgemeines Prinzip, das man immer beachten sollte. Dass auch wir in der Jamaat solche Schwierigkeiten haben. Wir sollten diese Prinzipien immer vor Augen halten. Möge es so sein, dass auch die Mitglieder der Familie von Masih Maslam als auch die Mitglieder der Jamaat dies beachten, dass das Eigentliche die Religion ist. Und der Sinn und Zweck eines Ahmadi ist, die Beziehung mit Gott aufzubauen. Die Welt soll der Religion untertan werden und nicht die Religion der Welt. Und das ist, was Hazrat Muslim erklärt hat, nämlich, das ist ein Mittel, um die Nation weiter am Leben zu halten. Wenn jemand aus der Jamaat weggeht, stirbt, so sollen die Mitglieder der Jamaat und die Mitglieder der Familie von Hazrat Masih Maslam, wenn einer von ihnen stirbt, dass sie ihre Wege mit diesem Bewusstsein festlegen, dass sie diese guten Eigenschaften fortsetzt. Die Welt wird vergehen. Das, was übrig bleiben wird, ist die Zufriedenheit Allahs. Sayyid Muzaffar Dawshah Sahab hatte 4 Söhne und 3 Töchter. Eine ist meine Frau und 2 Schwestern. Die beiden sind auch mit Leuten verheiratet, die ihr Leben der Jamaat gewidmet haben. Möge Allah sie allen dazu befähigen, dass sie selbst und ihre Nachkommen immer der Religion vorzugeben über alles Weltliche. 2 seiner Söhne sind zwar nicht Waqf, haben ihr Leben nicht der Jamaat gewidmet, aber mit Gottes Gnade ist es so, dass sie der Jamaat sehr gut dienen. Möge Allah uns allen dazu befähigen, dass wir Gott. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر